Lisa, erzähl mal, wie ist das, das allererste Mal hier bei der Hop-Top-Show dabei zu sein? Ja, was soll ich sagen? Ich bin immer noch irgendwie total neben der Spur. Also ich dachte irgendwie immer, es ist jetzt ein Traum oder was ist da los? Für mich ist es Wahnsinn. Also mein Kindheitstraum, ich habe früher immer gesagt, ich möchte einmal in der Hop-Top-Show reiten. Egal mit welchem Bild, egal mit welchem Pferd, ich möchte dabei sein. Und ich habe aber nie gedacht, dass es klappt. Ja, und jetzt kam der Anruf und ich bin dabei. Also fassungslos, glücklich, happy. Und heute Abend ist Premiere. Genau, heute Abend geht's los. Eine Generalprobe haben wir ja schon und ja, ich bin gespannt, wie es läuft, aber anders als positiv da dran zu gehen, kann ich ja eh nicht. Also ich denke einfach positiv, es klappt schon und dann mal schauen. Und los geht's. Und los geht's, genau. Und wenn du jetzt mal ein bisschen erzählen möchtest, wie ist das denn eigentlich gekommen, dass sich dieser Traum erfüllt hat und dass der wahr geworden ist? Ja, das fing an eigentlich alles mit einem Sturz, den ich in der Vielseitigkeit hatte. Also ich bin ja, eigentlich früher ganz normal Turnier geritten und habe gar nicht so an diese Showsachen gedacht. Und dann kam es so mit der Zeit, dass ich eben ein junges Pferd bekommen habe und mit dem habe ich an der Bodenarbeit angefangen, aber eigentlich nur so für mich ganz in Ruhe. Ja, und dann ist es so weit gekommen, dass ich eine kleine Show aufgestellt habe und nach Kiel zur Baltic-Horse-Show gefahren bin. Und da habe ich eben gewonnen, so einen Talentwettbewerb. Und das war für mich schon so die Welt. Ich dachte, boah, Wahnsinn, was ist jetzt los? Ja, dann habe ich zusätzlich mit Social Media angefangen und Instagram das Ganze ein bisschen zu promoten. Und dann sind mehrere Shows dazugekommen und so hat sich das alles entwickelt. Und ja, ich kann selber nicht so glauben, wo ich jetzt gerade stehe. Das hätte ich vor 2 Jahren nicht gedacht. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dein Pferd ohne Sattel und ohne Trense und nur mit Halsring zu springen, obwohl du einen Sturz hattest? Ja, das ist, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, ich habe damals schon immer, ich habe immer viel Wert darauf gelegt, dass das Pferd nicht der Sportpartner für mich ist, auch in meiner Kaderzeit, sondern einfach mein Freund ist. Also das war mir immer ganz, ganz wichtig und ich habe immer gedacht, okay, Vertrauen muss ich irgendwie aufbauen, wie kann ich das abrufen? Ich sage einfach, okay, mein Pferd vertraut mir, aber woher weiß ich das? Und dann habe ich, mein Bruder ist daran schuld außerdem, der hat damals gesagt, komm Mama, ich will mal so einen Halsring haben, wir wollen das mal ausprobieren. Und dann, ja, was der Bruder macht, versucht man dann halt auch mal. Und dann ist es dazu gekommen und irgendwie hat es immer besser geklappt und ich suche mir dann selber Herausforderungen und das war halt dann der Sprung. Und dass da das Pferd das echt gut angenommen hat, ja, ich bin dann eine, die möchte dann auch immer mehr schaffen und sich selber nochmal eine kleine Herausforderung stellen. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch einen Vielseitigkeitsparcours ohne Trense reite. Und jetzt sag uns bitte nochmal einen Grund, warum muss man unbedingt die Hop-Top-Show besuchen und warum darf man die auf gar keinen Fall verpassen? Weil sie einfach geil wird. Nein, also ich glaube, ich habe ja in der Generalprobe einige gesehen. Ich kenne auch viele der Leute, die da mitmachen. Und ich kann euch versprechen, ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Show. Neue Halle, eine super Umgebung. Also die LED-Wand alleine haut einen schon um. Und ja, wer da nicht kommt, der ist selbst schuld.